Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für jeden Dachrinnenreinigungsdauerauftrag erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Ja, Erik, Glückwunsch zum Sieg gestern gegen Köln. Du hast 2 Tore gemacht, 1 vorbereitet, 3 Punkte gegen den Spitzenreiter. Ich denke mal, das war ein rundum gelungener Tag, oder? Ja, auf jeden Fall. Das war eine sehr gute Leistung von uns gestern. Wir haben auf jeden Fall auch eine Reaktion gezeigt auf das schlechtere Spiel die Woche vorher und sind mit dem Spiel gestern schon einen Riesenschritt in die richtige Richtung gegangen. Ja, da gab es gestern nicht viel auszusetzen, glaube ich. Also ich glaube, von der ersten Sekunde an hat man jedem angemerkt, was heute von unserem Spiel stand und was wir uns von vornherein vorgenommen haben, wie wir aufgetreten sind. Das war ja von der ersten Sekunde an durch die Bank weg, mit draußen mit der Bank, mit dem Publikum zusammen, haben wir die gestern hier wirklich zusammen bekämpft und ihnen eindeutig einen Schneid abgekauft. Und ich denke, das Ergebnis ist auch in der Höhe hochverdient. Wir haben sehr viel investiert, wollten das Spiel unbedingt gewinnen, für uns, für die Fans, wollten einfach was zurückgeben und uns endlich mit dem ersten Heimsieg in diesem Jahr belohnen. Und ich glaube, wir haben aber auch spielerisch sehr viel richtig gemacht und haben alles in allem hochverdient dann auch in der Höhe gewonnen. Was war denn ausschlaggebend für die Top-Leistung und den Sieg gegen den Tabellenführer? Einfach der Glaube daran, dass wir das schaffen konnten. Wir haben vor dem Spiel dran geglaubt, im Spiel sowieso. Und wir haben dann auch zu den richtigen Zeitpunkten die Tore geschossen. Und so war es ein gelungener Ostersonntag. Ihr habt immer wieder Nadelstiche nach vorne gesetzt, habt mutig gespielt, aber vor allem auch defensiv sehr stark agiert. Wie zufrieden bist du mit der Leistung deiner Vorderleute? Ja, sehr. So haben sie es mir dann natürlich auch einfach gemacht, dass wir zu Null spielen konnten. Das war ein geiles Spiel einfach. Wir standen hinten gut, also sehr gut sogar, haben sehr wenig zugelassen und konnten trotzdem uns vorne öfters mal auslasten, sodass wir die Ruhe hatten. Und dann haben wir natürlich auch die Tore gemacht. Wie schafft man es, gegen die offensivstärkste Mannschaft der Liga hinten so gut zu arbeiten? Naja, jeder weiß ja, wie das ist, David gegen Goliath. Ich glaube, sie steigen auch zu Recht auf. Das ist eine Bundesliga-Mannschaft und sie haben sich das durch die Saison auch verdient. Und ich glaube, man sieht am HSV, wie schwierig das ist, in der zweiten Liga zu spielen für eine Mannschaft, die von oben runterkommt und die Liga nicht so annimmt, wie sie es tun. Köln hat das meistens gemacht, gestern nicht. Gestern haben wir sie mit den Grundtugenden geschlagen, haben aber auch guten Fußball gespielt, glaube ich, haben sie zwischendurch laufen lassen. Und wie gesagt, in der Höhe gewinnen wir auch verdient, weil am Ende können sie sich nicht beschweren, wenn es noch 1 oder 2 Tore höher ausfällt. Du hast das 1:0 ziemlich frech gemacht, lupfst den Ball über den Torhüter. Was ging dir dabei durch den Kopf? Wolltest du den genauso? Ja, ich bin aufs Tor zugelaufen und dachte, ja, ich versuche es jetzt einfach mal mit einem Lupfer, frei nach dem Motto Sekt oder Seltas. Wie wichtig war der Sieg jetzt gerade im Hinblick auf den Klassenerhalt? Ja, sehr wichtig. Wir haben ja die Ergebnisse gestern gesehen. Haben natürlich auch für uns gespielt, die Ergebnisse, aber auch so wussten wir, dass wir mit 33 Punkten das natürlich nicht reicht und dass wir auf jeden Fall noch nachlegen müssen. Und wir sind einfach jetzt überglücklich, dass es ja gegen den Tabellenführer auch geklappt hat. Und wie gesagt, ich glaube, es war hochverdient und wir konnten gestern den Tag sehr genießen. Wenn man so stark gegen den Tabellenführer spielt, gibt das sicherlich auch Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. Ja klar, auf jeden Fall. Wir dürfen jetzt nur nicht den Fehler machen, uns darauf auszuruhen. Wir müssen weiter genau so agieren und dann bin ich guter Dinge, dass wir noch paar Siege einholen werden diese Saison. Ich glaube, wir haben gesehen, dass wenn wir viel investieren und ja jeder alles raushaut, dass wir gegen jeden Gegner unangenehm sein können und jedem Gegner auch wehtun können. Wenn du gegen den Tabellenführer so stark auftrittst und auch im Endeffekt so verdient gewinnst, dann glaube ich, kann dir das sehr viel Selbstvertrauen für die letzten Wochen geben. Und wir müssen aber auch ganz klar wissen, dass wir keinen Deut weniger machen dürfen. Und wenn wir so alles raushauen und so spielen, dann können wir, glaube ich, selbstbewusst in die letzten Wochen schauen. Das war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung wieder. Und ich hoffe, dass es auch ein Brustlöser für uns war. Weil wir ja in den nächsten Wochen schon noch ein gutes Restprogramm haben. Solange es theoretisch noch möglich ist, ist es noch lange nicht durch. Wir wollen die Spiele gewinnen, die jetzt noch auf uns zukommen. Und das ist das Ziel. Weißt du noch, wann der letzte Heimsieg war? Ich glaube, gegen Ingolstadt. Stimmt. Ja, schlimm genug. Und jetzt geht's wieder gegen Ingolstadt. Und
da kann man, denke ich mal, einen Riesenschritt Richtung Klassenerhalt machen, oder? Ja, wir können den Deckel drauf machen und genau so müssen wir ins Spiel gehen. Und die spielen um ihr Leben, das muss uns auch klar sein, dass die mehr dagegen setzen als FC Köln. Aber uns muss jetzt auch ganz klar sein, wir müssen mit breiter Brust da runterfahren. Wir können Fußball spielen, wir können kämpfen und wir müssen beides zusammen am Freitag machen, dann werden wir auch da erfolgreich sein. Die Leidenschaft war auch auf den Rängen zu spüren, es war eine tolle Stimmung, volle Hütte. Dazu noch der Traditionsspieltag und es gab den ersten Sieg an einem Traditionsspieltag. Wie wichtig war der? Ich denke, dass es schon sehr wichtig war, weil wir als Mannschaft auch irgendwo in der Bringschuld waren für das Heimpublikum hier, weil es schon so war, dass das Publikum jetzt hier in den letzten 2 Jahren nicht wirklich verwöhnt wurde bei Heimspielen. In der Rückrunde konnten wir leider hier zu Hause noch keinen Sieg einfahren bis gestern. Und deshalb war es dann, glaube ich, hat uns alle sehr gefreut, dass wir den Fans das jetzt auch endlich mal wieder zurückgeben konnten und dann auch in diesem Maße und auch gegen den Tabellenführer. Ich glaube, das macht jeden Fan und jeden Dresdner glücklich und da sind wir sehr froh drüber. Wir haben gezeigt, dass wir gewinnen wollen und so waren die Fans natürlich auch da. Und dann war es natürlich eine geile Stimmung, ein geiles Spiel. Und einfach ein geiler Sieg. Danke dir, Schubi. Gerne.